Bude 20, 21 bis 30. Hm. Da steht ja das Aaron, ja, der Bruder von, ja, von Musa. Der Aaron. Genau, von, ja, Musa ist der, genau, Bruder. Nein. Guck mal, das ist der Bruder von Maria. Okay, wo steht das? Das steht im Koran. Ja, im Koran steht ja, dass Maryam die Schwester von Aaron ist. Aber Aaron, ja, ist ja alle, wie Aaron ihn kennt. Es gibt nicht nur einen Aaron. Genau, wo steht das? Das hat der Prophet erklärt. Und wo erklärt er das? Das hat er in Sahih Bukhari und Sahih Muslim erklärt. Und was sagt er da? Er sagt, dass Musa a.s. Ja, der Bruder von Aaron ist. Okay. Und genau, der Bruder von Maryam hieß auch Aaron. Okay, ja, ah, das erklärt er dann. Ja, okay, okay. Wenn ich sage jetzt Mohammed. Ja. Gibt es nur einen Mohammed? Man muss immer den Koran und die Sunna lesen, weil die Sunna den Koran erklärt. Ja, ja. Es gibt viele Versen im Koran, die der Prophet a.s. erklärt hat, und das ist auch die Funktion von einem Prophet. Ich habe noch eine Frage, weil ich rede auch mit vielen Muslimen, wir sind auch unterwegs. Viele sagen immer wieder, dass der Koran ein Update, sagen die, ein neueres, was Neueres gekommen ist. Dann frage ich aber, dann erzähl mir, was ist neu? Also was hat jetzt Mohammed Neues gebracht? Sehr schön, eine sehr schöne Frage. Jetzt, nachdem die Tora entstellt worden ist, hat Allah Isa a.s. entsandt mit dem Evangelium. Okay. Und nachdem das Evangelium entstellt worden ist, hat Allah den Koran offenbart. Mhm. Der Koran ist eine Bestätigung für die Tora und für das Evangelium und für alle Bücher, die vorher gewesen waren. Okay. Update. Und was ist das Neue daran? Das Neue daran ist, dass du fünfmal am Tag betest. Okay. Ja? Mhm. Dass du einen Monat Ramadan fastest. Okay. Ja, dass du 2,5% Spenden abgibst von deinem Vermögen. Ja, die Pilgerfahrt nach Sauda. Das ist erstmal, was Ibadat angeht, was gottesdienstliche Handlungen angeht. Ja. Ja? Allah sagt auch im Koran, ich habe diesen Prophet geschickt für die Christen und für die Juden als jemand, der ihnen das Leben leichter macht. Mhm. Ja? Mhm. Guck mal, die Juden zum Beispiel. Weißt du, wie die Juden beten? Ich weiß, wie die Juden beten. Ja? Ja, ja, auch immer zum Tempel gewandt, nach Jerusalem. Ne? Aber die beten stundenlang. Mhm. Ja? Mhm. Die Christen haben weniger gebetet. Ja? Weiß ich nicht. Also, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie bin ich bei denen dabei im Kämmerlein, aber das kann ich nicht sagen. Ja, aber du musst wissen, beten. Du musst wissen, wie Jesus gebetet hat. Jesus hat ganze Nacht gebetet, sagt die Bibel. Ne? Sagt die Bibel. Genau, er hat ganze Nacht durchgebetet. Das kann sein. Das kann ich glauben. Jetzt hat Allah uns nur 5 Gebete auferlegt. Ja. Mhm. Ja? Jedes Gebet ist 5 Minuten oder 10 Minuten. Das ist Erleichterung. Mhm. Ja? Allah weiß, dass wir jetzt in so einer Situation, in so einer Zeit leben, wo iPhone und wo die Menschen einfach kurzer leben und wo die Menschen einfach sehr viel Stress haben. Ja. Du hast das ist Erleichterung. Mhm. Also der Koran ist ein Update für die gesamte Menschheit bis zum jüngsten Tag. Erleichterung auch. Okay. Also du sagst, das ist ein Update, ne? Musa hat vor Mohammed gelebt. Richtig. Musa hat vor Mohammed gelebt und Musa hat auch das Gesetz am Sinai gebracht. Das Gesetz an die Menschen, an das Volk Israel. Und das im Gesetz war, wenn du diese Gesetze tust, wirst du durch dieses Gesetz leben, wirst du Leben bekommen. Ne? Und die Menschen konnten das Gesetz nicht halten. Adam und Hawa konnten im Jannah nicht eine Gebot halten. Und wir haben mehrere Gebote als sie bekommen und wir leben hier in dieser Welt, wo überall ist Sünde, überall ist Verführung, verstehst du? Wir können nicht das ganze Gesetz halten, wir können nicht alle Gebote halten. Das heißt, alle Menschen sind schuldig vor Gott, alle Menschen haben gesündigt und Gott ist ein heiliger Gott. Gott duldet keine Sünde. Ich glaube nicht, dass Gott eine einzige Sünde duldet. Adam und Hawa haben den Befehl direkt von Allah bekommen. Genau. Und Allah hat ihnen gewarnt, beide gewarnt. Der Satan ist euer Feind, nehmt ihn als Feind und esst nicht von diesem Baum. Mhm. Ja? Mhm. Es geht um den Befehl. Genau. Esst nicht von diesem Baum. Und weil der Mensch vergesslich ist, ja? Der Satan kam, Iblis kam zu Adam und Eva und hat bei Allah geschworen, dass Allah ihnen verboten hat, aus diesem Baum zu essen, damit sie nicht ewig leben und damit sie nicht Engel werden. Mhm. Ja? Und die Tatsache, dass er
bei Allah geschworen hat, ja, für Adam war es etwas Heiliges. Wie kann der Satan im Namen Allah schwören und dabei lügen? Ja? Der hat von diesem Baum gegessen. Ja? Und direkt hat er Allah um Verzeihung gebeten. Allah sagt im Koran, und wir haben Adam verziehen. Ja? Allah ist allbarmherzig, also sein Name, seine Eigenschaft, allvergebend, allbarmherzig. Mhm. Ist er gerecht, wenn ich mal kurz so reinfahre? Ja, Moment, Moment. Der Prophet Muhammad sagte, die Gebete tilgen die Sünden. Das heißt, wenn du fünfmal am Tag betest, die Sünden, die kleinen Sünden, die du da dazwischen gemacht hast, die werden getilgt. Okay. Ja? Jetzt, ich gebe dir nur eine kleine Überlieferung. Ja? Erstmal, wie Allah oder wie barmherzig und wie allverzeihend Allah ist. Einer hat 99 Menschen getötet. Der kam zu einem Rabbiner, Jude, und hat ihn gefragt, verzeiht mir Gott. Ja? Er hat ihm gesagt, nein, du bist ein Sündiger, Gott verzeiht dir nicht. Er hat ihn getötet. Das sind 100. Und der ging weiter, hat einen Wissenden gefragt, ja? Verzeiht mir Gott, ich habe 100 Menschen getötet. Er hat ihm gesagt, Gott ist barmherzig, allverzeihend. Wenn du ihm um Vergebung bittest, er vergibt dir. Aber du musst die Stelle wechseln, wo du diese Sünde gemacht hast. Der ist weggegangen zu einem Dorf, wo gute Menschen leben. Und unterwegs ist er gestorben. Dann kamen die Engel links und rechts und die wussten gar nicht, ob er ins Paradies oder in die Hölle kommt. Allah hat ihnen gesagt, misst den Abstand zwischen dem Ort, den er verlassen hat, und dem Ort, wohin er geht. Wenn der Abstand von dem Ort, wohin er geht, kürzer ist als den Abstand, oder als den Abstand, den er verlassen hat, oder den Ort, den er verlassen hat, dann kommt er ins Paradies. Und die haben angefangen zu messen und Allah hat die Erde bewegt, so dass der Abstand zwischen seinem Tod und der Stelle, wohin er geht, kürzer geworden ist. Das ist die Barmherzigkeit Allahs. Allah ist allverzeihend, allvergebend. Allah hat uns erschaffen, schwach, hat uns einen Verstand gegeben. Und jemand, der Verstand hat, der muss Fehler machen. Allah sagt in einem heiligen Hadith, O Sohn Adam, wenn du keine Sünde begehst, werde ich dich ausradieren, neue Schöpfung erschaffen, die Sünden begehen, damit sie mich um Vergebung bitten. Musa hat auch gesündigt, alle, aber Jesus war ohne Sünde gewesen. Moses hat keine Sünde begangen. Menschen getötet. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Genau, es gibt einen Unterschied. Nein. Fehler und Sünde sind unterschiedlich. Vor Gott ist das gleich. Nein. Das ist genau gleich. Guck mal, Fehler, wenn ich dir sage, geh rechts und du gehst links. Das ist ein Fehler. Ja? Und was ist eine Sünde? Sünde gegenüber dem Allmächtigen Gott. Also wenn der Allmächtige dir ein Gebot gibt, du übertrittst das Gebot, dann hast du gegen den Allmächtigen Gott gebot. Dann ist es eine Sünde. Genau. Und Morden war nicht erlaubt gewesen. Musa hat gemordet. Ja? Und das war eine Sünde. Also Allah sagt, aus Versehen. Er hat jemanden aus Versehen getötet. Okay. Ja? Aus Versehen heißt Fehler. Ja? Es gibt einen Unterschied zwischen Fehler und Sünde. Aber schau mal, du hast ja vorhin gesagt, Gott hat selber zu Adam und Hawa ein Gebot gegeben. Ja? So, Gott redet durch sein Wort zu uns, auch seine Gebote. Richtig. Wenn ich gegen diese Gebote übertrete, ist das so, wie wenn ich gegen Gott übertreten habe. Verstehst du? Also gegen ihn habe ich gesündigt. Ne? Und eine Sünde, Gott duldet keine Sünde, weil Gott ist ein heiliger Gott. Wenn er bei Adam und Hawa kein Auge zugedrückt hat, wird er bei mir und bei dir auch keine Sünde zudrücken. Letztendlich sind wir alle Sünder. Alle sind Sünder. Wir brauchen alle Vergebung. Sag mal, Vergebung dieser Sünden. Und diese Vergebung der Sünden hat Gott Jesus Christus geschickt. Und er ist Kurban geworden für alle Menschen. Und war hat sein heiliges, hat sein heiliges Blut geopfert für alle Menschen. Und warum? Ganz kurz, du hast vorhin deine Dings erzählt, ich erzähle kurz zu Ende. Also Jesus hat sich geopfert.
Gott, hast du gesagt, er ist der Allerbarmer, er ist der Gerechte, der Gnädige. Gott ist aber auch der 100% Gerechte und Reine. Er ist gerecht und Allerbarmer. Wie kann das beides sein? Weltlich gesehen, wenn du ein weltliches Beispiel nimmst, wenn Gott gerecht ist, vergleichen wir das mit einem Richter. Ein Richter, wenn er gerecht ist, aber wenn er dir Gnade gibt, verliert er seine Gerechtigkeit. Er kann nicht sagen, ich lege meine Gerechtigkeit weg, weil ich will dir Gnade geben. Das geht nicht. Gott muss gerecht und gnädig sein. Und deswegen kommen wir zu diesem Punkt, dass Jesus die Sünde, die Strafe von all eurer Sünde, von den Muslimen, Jesiden und von den Christen auf sich genommen hat. Ganz kurz, ich erzähle kurz zu Ende. Er hat alles auf sich genommen. Stopp, das stimmt gar nicht. Laut Christentum, wer nicht getauft ist, kommt in die Hölle. Wo steht das? Wo steht das in den Jesus? Katholisch ist nicht christlich. Ich glaube nicht an katholisch, an orthodox, an evangelisch. Das ist vom Menschen erfunden. Das hat nichts mit Christen. Unser Fundament ist Injil, das heilige Wort Gottes. Zeig mir eine Stelle, wo das steht und wir können darüber reden. Aber wenn das ein katholischer Papst sagt, dann sagst du zu diesem Papst. Und wer eine andere Religion als den Islam begehrt, niemand soll sie von ihm angenommen werden und im Jenseits wird er unter den Verlierern sein. Das ist Ayat. Ja. Also Gott kann nicht gerecht sein. So wie du den erklärst, ist das ja ein Gott, der seine Gerechtigkeit zur Seite legt, weil er Rachma erweisen will. Das geht aber nicht. Guck mal Gott, ich will ganz kurz zu Ende, damit du das vielleicht auch besser in den Zusammenhang verstehst. Ich sage, Gott ist 100% gerecht und er straft die Sünde. Und die Strafe hat Jesus Christus getragen. Nicht Ibrahim, nicht Musa, Jesus, der ohne Sünde war. Er hat die Strafe von allen Menschen auf sich genommen. Und er hat aus Liebe am Kreuz sein Leben gegeben. Nicht, sie haben ihn gekreuzigt. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Wie geht das? Wie soll das gehen? Er hat sich dahin gegeben. Das war Gottes Plan gewesen, dass Jesus die Strafe von allen Sündern nimmt. Und so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und wir alle zu Sündern geworden sind, so ist jetzt durch einen die Vergebung gekommen, die Rettung gekommen und der Ausweg aus diesen Sünden gekommen. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir kommen jetzt alle ins Leben. Nein, du hast ja vorhin gesagt, jeder, der eine Sünde tut und der das dann lässt, ne, so wie du gesagt hast. Und die Bibel sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, ne, wenn ihr loslässt, umkehrt, dann werdet ihr Vergebung bekommen, Vergebung eurer Sünden bekommen. Ne? Warum? Weil Jesus hat dafür bezahlt. Gott hat die Strafe auf Jesus gelegt. Und nur deswegen kann er deine Sünde vergeben. Okay. Sonst kann er keine Sünde vergeben. Jetzt denken wir logisch. Wer ist vorher gekommen? Abraham oder Jesus? Abraham. Das heißt, laut Christentum und laut deiner Aussage, kommt Abraham in die Hölle. Nein. Weißt du warum? Jetzt kommt Fantasie. Nein, weißt du warum? Weil die Bibel sagt, er hat die ganze Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Die ganze Menschheit. Und einer wie Ibrahim und Musa, das heißt, Moment, er hat die Sünde von Hitler genommen. Nein, ich hab dir ja vorhin gesagt, wer sich bekehrt, wer umkehrt von seiner Sünde. Ne? Das weißt du, vielleicht hat Hitler auch... Hat er nicht, er hat sich ja selber umgebracht, wir kennen ja seine Geschichte. Ne? Vielleicht wurde er umgebracht. Vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Aber letztendlich, das sind ja Theorien, die du dann sagst. Das ist jetzt... Deine Überzeugung. Ja? Das ist der Halsratschluss Gottes. Okay, das ist deine Überzeugung. Okay. Ich sage dir, was im Koran steht. Okay. Und viel leichter und viel einfacher, ohne Fantasie. Wie komme ich in den Himmel laut Koran? Logisch. Allah sagt im Koran, O Menschen, wir haben euch erschaffen, um zu wissen, zu prüfen, wer von euch am besten oder die besten Taten verrichtet. Okay. Ja? Okay. Wer von euch die besten Taten verrichtet? Ja. Das heißt, wir sind auf Allahs Erde, wir werden geprüft. Ja? Okay. Wir haben das Gesetzbuch Gottes. Ja. Drin steht ganz exakt, wie du ins Paradies kommst. Ja? Okay. Betest du 5-mal am Tag? Sprichst du die Schahade aus? Spendest du? Fastest du einen Monat Ramadan? Ja? Pilgerst du? Dann habe ich Freifahrtschein. Nein, hast du nicht. Moment. Das sind jetzt die Grundsätze. Okay, ja? Die Säulen des Islam. Ja. Der Islam baut sich auf 5 Säulen. Das sind erstmal die Basen. Ja. Danach kommt Iman. Iman ist im Herzen. Die ersten 5 Säulen, Bewegung. Iman ist ohne Bewegung. Iman sieht Allah. Ja. Allah sieht, was du in deinem Herzen hast. Und Iman hat 6 Säulen, dass du an Allah glaubst. Was heißt Glauben? Glauben, dass Allah existiert? Er existiert trotz deiner Nase und meiner Nase. Ja. Allah ist der Schöpfer. Wer das nicht kapiert und verstanden hat und fühlt, der ist blind und schlimmer als ein Tier.
weil die Tiere sind schon viel besser für den Schöpfer als jemand, der die Allah-Schöpfung nicht betrachtet und seinen Verstand nicht nutzt. Ja? Dass man an die Engel glaubt, dass die Engel Funktionen haben. Welche Funktionen haben die Engel? Wir wissen laut Koran, dass auf jeden von uns zwei Engel eingesetzt worden sind. Einer schreibt die schlechten Taten auf, einer schreibt die guten Taten. Aber wie komme ich jetzt in den Himmel? Moment, ich bin dabei. Ja? Dass man an die Bücher glaubt, an allen Büchern glaubt, an das Evangelium, an die Tora, an allen Büchern, die Allah entsandt hat im Laufe der Geschichte. Nummer 4, dass man an die Gesandten Gottes glaubt. Ich darf keinen Unterschied zwischen Muhammad machen und Isa. Ja? Okay. Und Allah sagt, wer unterscheidet zwischen meinen Gesandten, ist der wahre Ungläubige. Okay. Ja? Nummer 6, dass man an den jüngsten Tag und an die Vorbestimmung glaubt. Ja? Das ist die Stelle in deinem Herzen. Ja. Und die sieht Allah. Okay. Ja? Ob die rein ist, ob du das wirklich verrichtest oder nicht. Ja, ja. Guck mal. Wie kommt man ins Paradies? Ja? Meiner Meinung nach? Oder nee, du hast mich gefragt, wie kommt man ins Paradies? Ja. Einer ist zum Prophet Muhammad gekommen und hat ihm gesagt, O Prophet Gottes, die Angelegenheit des Islam ist für mich schwer geworden, ein Beduin. Ja? Ja. Sag mir, wie ich ins Paradies komme. Er hat ihm gesagt, sprich das Glaubensbekenntnis aus, bete fünfmal am Tag, verrichte entrichte deinen Zakat, deinen Armensteuer, faste einen Monat Ramadan, pilger und du kommst ins Paradies. Okay. Ja? Also, du hast ja gerade gesagt, der Koran hat ein Update gebracht. Ne? Musa hat 2000 oder ein paar tausend Jahre vorher, noch mehr eigentlich, ein paar tausend Jahre vorher, das Gesetz gebracht. Ne? Dann kam Jesus, er hat die Gnade gebracht. Er hat gesagt, im Gesetz steht das und das. Ich aber sage euch, dass wer mit den Frauen schon mit Augen begehrt, hat schon die Ehe gebrochen. Ne? Und er hat das Werk vollbracht. Er sagt, ab jetzt ein neuer Bund, den Gott mit den Menschen macht. Ich schreibe die Gesetze in eure Sinne. Jetzt kommt 650 Jahre später Mohammed und er führt uns wieder alle zurück in das Gesetz, wo Mose vor 2000 Jahren schon gebracht und das hat. Zeigt, wo ist der Update? Das zeigt, dass Christentum fehlerhaft ist. Warum? Ich sag es dir. Du sagst ja ein Update. Moment, ich sag es dir. Ja. Die Juden sind beschnitten. Ja. Ja? Ja. Christen nicht? Wir sind nicht beschnitten, ne. Muslime doch. Sind beschnitten. Juden trinken kein, essen kein Schweinfleisch. Christen essen Schweinfleisch. Ich sage dir ja, Gott Moment, hat gesagt, einen neuen Bund macht Moment, er mit den Menschen. Moment. Muslime dürfen kein Schweinfleisch essen. Ja. Ja? Dass jeder Mensch, der Verstand hat, sagt, da stimmt was nicht. Warum? Gott, jetzt stehen, weil die Leute wollen Koran verteilen. Gott ändert seine Meinung nicht. Ja? Alle nur die Menschen haben immer im Laufe der Geschichte Gottes Bücher verändert. Jetzt, also, Schweinfleisch ist laut Christentum verboten. Ja? Sagst du, ja. Steht nicht hier, sagt die, das lehrt Jesus nicht, aber er sagt alles, guck mal, das sind oberflächliche Gebote, das sind ein Schatten gewesen. Die Bibel sagt, das war alles ein Schatten auf Jesus Christus, weil er sagt, alles, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Was aus deinem Mund reinkommt, das wird wie jeder Dings abgeschieden, aber was aus deinem Mund kommt, das verunreinigt den Menschen. Das sind jetzt wahre Gebote Gottes. Ne? Davor im Alten Testament, du hast recht, da war das Alte Testament, heißt ja auch ein Bund. Der alte Bund, den Gott mit den Menschen machte, am Sinai. Das ist ein Vertrag, ja. Genau. Und jetzt ist der neue Bund ist mit Jesus, den machte Jesus, der Gott. Gott durch Jesus für uns Menschen. Alte Testament, ein Kurban musste Blut für diesen Bund gegeben werden, ein Tier wurde geschlachtet. Der neue Bund, Neues Testament, Jesus wurde geschlachtet und sein Blut ist der Vertrag für den neuen Bund. Weil die Bibel sagt, Leben um Leben. Also, wo die Sünde begangen wurde, ist Leben draufgegangen. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo ihr ist, werdet ihr sterben. Und damit diese Sünde gesühnt wird, musst du auch wieder Leben draufgehen. Nicht Leben eines Sünders, Leben eines Vollkommenen. Eines, der nie eine Sünde getan hat. Er musste sein Leben lassen, damit jetzt diese Sühnung kommt, damit Vergebung deiner Schuld kommt. Und jetzt, Islam ist viel einfacher. Nein, guck mal, Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Islam, der gibt dir ein Joch, er drückt dir nicht dieses Joch.
Aber du kannst nicht durch fünfmal Gebet in Jannat kommen. Dein Herz muss rein sein. Richtig. Dein Herz muss richtig rein sein. Richtig. Und dieses Herz und wie, kann nur das reinigt, Blut, das wie, Blut nein, von Jesua nein, waschen. Nein. Nicht wie, das, wie reinigt man das Herz? Das Herz reinigst du nicht durch Beten. Glaub mir das. Weißt du warum? Wenn ich fünfmal am Tag bete und fünf Frauen hinterher gucke, ist das was Gutes? Sagen wir ehrlich. Ja, komm, dass du Frauen hinterher gucken, dann hast du deine Religion nicht verstanden. Okay? Allah befiehlt uns im Koran, unsere Blicke zu senken. Ja, ich sag ja, also das ist letztendlich das Gebet. Das bringt dich nicht in Jannat. Dein Fasten, das sind Werke, ne? Aber keiner kann durch Werke des Gesetzes gerettet werden. Man wird durch Gnade Gottes gerettet. War Gott sauer auf die ganze Menschheit seit Adam, bis Jesus gekommen ist? Die Bibel sagt, der Zorn Gottes ruht über alle Gottlosigkeit und über alle bösen Werke, der Zorn Gottes. Das ist ein böser Gott. Nein, ist kein böser Gott. Gott, guck mal, Gott hat verschiedene Seiten. Gott ist ein Gott der Liebe, er hat Jesus dahingegeben. Gott ist ein Gott des Zornes, er wird auch wieder kommen, also er wird Jesus wieder schicken und er wird die Welt auch richten. Also Gott ist ja gerecht, er ist zornig, er hat eine Liebeseite, er hat eine gnädige, barmherzige Seite. Aber kein Moslem bis heute konnte mir sagen, wie kann Gott Allerbarmer sein? Wie kann Gott gerecht sein? Weil das ein Widerspruch in sich selber, ja, der erste Widerspruch. Nein, ich konnte das sagen, das aber kein Muslim das konnte kein mir das sagen. Doch? Nein. Dann stell dir vor, jemand tötet einen aus deiner Familie. Dann werde ich ihn töten. Okay, warte mal, das ist ja nicht gut, dann bist du nicht besser als jemand anderes. Das siehst du schon mal, du hast den Himmel nicht verdient. Ja, weißt du warum? Moment. Weil die Bibel sagt, was hast du für ein, was bist du besser als ein anderer Mensch, wenn du einen tötest, der dich tötet? Moment. Bist Moment du dann gut? Yes, Moment. Ich werde dir diese Argumente mit logischen Argumenten darstellen. Einer kommt zu dir. Ja. Bist du verheiratet? Nein. Wenn einer zu dir kommt, ja, und dein Bruder, deinen jungen Bruder tötest, ja, sagst du Dankeschön? Hast du gut gemacht? Ich bin ein Lügner, wenn ich jetzt was sage, weil ich weiß nicht, wie nein, ich reagieren ich will würde, die Wahrheit ne? wissen. Ich sag ja, ich weiß es nicht. Wenn einer jetzt zu dir kommt, nach Hause, ja? Ja. Und Ich stich dich mit einem Messer. Mm. Weißt du, was ich weiß? Was sagst ich du sag dir ganz genau. Die Bibel sagt, Gott gibt keinen eine Last, die er nicht tragen kann. Wenn er weiß, dass ich das tragen kann, gibt er mir diese Last und er wird mir die Kraft geben, dass ich sage, ich vergebe dir. Aber wenn er weiß, ich kann es nicht tragen, weißt du, ich bin ein schwacher Mensch, wenn er weiß, ich kann es nicht tragen, dann wird Gott das niemals zulassen, weil er hat alles in seiner Hand, verstehst du? Okay, und mein Vertrauen liegt auf Gott. Aber man muss realistisch sein. Ja, ja? Aber schau mal, das ist wenn, ja dann... Wenn jetzt jemand zu dir kommt und schlägt dich auf der rechte Backe, ja, gibst du ihm die linke? Ich würde ihn nicht zurückschlagen. Guck mal, es sind Leute gekommen, die haben uns hier beschimpft. Von Mutter, vom Vater bis das alt, ganze mal, Alphabet. Die beschimpfen uns den ganzen Tag. Wir müssen ja das genauso wie aber guck mal, ich das sage, ertragen. Guck mal, ja, guck nicht, was ich machen will. Ich guck nicht, was Muslime machen. Nein. Muslime können Fehler machen, ich kann Fehler machen. Natürlich. Aber was rede, würde Jesus machen? Nein, das ich ist unsere Hauptperson, rede, ist Jesus und Mohammed. Ich das rede ist von Fakten. Ja. Guck mal, wir sind Menschen, wir sind alle schwach. Ja. Ja. Das ist niemals, niemals so zu verstehen, wie ihr das verstanden habt. Jesus, Isa a.s. hat gesagt, laut Christentum, ja, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, ja, auf der Rechte, gib ihm die Linke. Ja? Ja, sagt er. Das ist gegen die Logik. Logik kannst du im Mülleimer werfen. Dass die Welt mit Gottes Allmachtswort entstanden ist. Wenn einer zu mir nach Hause kommt, ja, und mein Sohn tötet, ja, ich werde ihn 100-mal töten. Dann bist du nicht besser als ein anderer und du hast das den Himmel nicht verdient. Moment, da hast du, bist du durch. Moment, das hat nicht mit Himmel zu tun. Allah hat mir dieses Erlaubnis gegeben im Koran. Ja. Derjenige, der dich schadet, du kannst ihn schaden. Zurückschauen. Okay. Ja? Den Allah kenne ich nicht, weil mein Gott sagt mir, ja, ne? Was sagt der Gott sagt, Gott ist Liebe. Und wenn einer dich schlägt, gibt der andere Wange. Wir sehen die Liebe in Afghanistan. Hm. Wir sehen die Liebe in Irak. Und wer macht wir das sehen die Liebe, Moment, wir sehen die Liebe in Syrien. Ja. Ja. Was meinst du damit? Das ist eine verlogene Liebe, ja, im wem? Namen des Christentums, so viele Menschen ermordet zu haben. Ja, ja, nicht im Namen Islams. Guck mal, Moment, ich komme aus der Türkei. Moment. Weißt du, wie die meine Urväter geköpft haben? Mhm. Das waren nicht Isis, mhm, das waren nicht Christen oder Jesiden, das mhm waren Muslime. Die sind aufs Feld gegangen, mhm, haben meine Väter, mhm, meine Urväter erschossen. Warum? Ich komme aus dem islamischen Land. Ich weiß, warum, wovon ich rede. Warum? Ja? Warum? Guck mal, weil die Christen sind? Weil die Christen sind, zu 100%, weil das in deren Augen Gaul sind, Gottlose sind. Deswegen haben wir die erschossen. Nein. Die haben unsere Frauen vergewaltigt und unsere Kinder getötet. Das war nicht ISIS gewesen. Das waren Muslime aus unserem Dorf gewesen. Okay. Verstehst du? Also ich weiß, wovon ich rede. Ich komme selber aus dem islamischen Land. Du hast diese negative... Aber ich kann sagen, ich vergebe denen, ich liebe die Muslime. Verstehst du?
Ich liebe die Muslime und ich will, dass die Muslime dass den wahren Weg erkennen. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich glaube, jedes Kind im Islam kennt den wahren Weg. Guck mal, die Muslime, die tun mir leid. Weißt du warum? Also ich habe eine Liebe zu den Muslimen. Ich habe eine Liebe, ich sage das nicht oberflächlich, ich habe eine Liebe zu den Muslimen, weil ich sehe, sie sind eifrig. Sie beten, sie fasten, sie machen alles, um Gott zu gefallen. Richtig. Aber die Bibel sagt auf falscher Erkenntnis hin. Die versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzustellen, die vor Gott nicht zählt. Verstehst du? Diese Christen, die du hier siehst, das sind Leute, die trinken und saufen und essen Bockwurst, verstehst du, und denken, sie kommen in den Himmel. Das ist aber falsch. Das ist falsch. Daran glaube ich nicht. Ich sage, diese Christen, die ihr hier seht, das sind keine Christen. Ein glaube ich nicht. Ich sage, diese Christen, die ihr hier seht, das sind keine Christen. Ein Christ ist der, der die Worte tut, die Jesus Christus gesagt hat. Und viele Muslime und sind besser als manche Christen hier. Und das Gleiche sage ich dir auch. Du siehst viele Muslime, die den Islam schaden, ja, indem sie unislamisch handeln. Ja. Laut Islam, Allah verpflichtet uns im Koran, Ahlul Kitab zu beschützen, die Juden und die Christen zu beschützen. Ja? Und mit ihnen Dauer machen, auf eine schöne Art und Weise, genauso wie wir das machen. Das ist ja Interpretation ein wenig. Weißt du, weil guck mal, wie kann ein Moslem aus dem Koran lesen und einen anderen den Kopf abschneiden? Ja. Wie geht das? Na, guck mal. Ja. Also ein... Einer. Ich dir jetzt sage, dass Christen das gemacht haben. Das Christen haben dann die Kreuzzüge, sagst du mir wieder, dann sagst du mir wieder, das sind keine Christen. Nein, haben sie aus der Bibel gelesen, haben gesagt, ich habe den Auftrag, um dich zu töten. Das ist der Unterschied. Haben die das gemacht? Haben die nicht gemacht, weil das waren Menschengebote. Hitler war Katholik. Der hat 6 Millionen Menschen vergast. Ja, guck mal, die Kreuzzüge, die haben noch, ich kenne so viele Geschichten, Christen haben noch viel grausame Sachen gemacht. Aber ich sage dir, ist noch grausamer. Aber, ja klar, aber ich sage dir, nicht... Weil sie in der Bibel, die haben nicht Bibel gelesen, haben einen Kopf abgeschnitten, sondern die haben selber erfunden was. Aber warum kann ein Moslem, ich sage nicht alle Moslems, warum kann ein Moslem den Koran aufmachen, die den Kopf abschneiden und den Ayat dazu lesen? Warum geht das? Warum macht das keiner mit der Bibel? Hat das keiner gemacht? Ja, Moment. Was die Amerikaner machen, was die Europäer machen in Afghanistan und überall, ist auch das ist viel schlimmer ist als das, was ISIS macht. Mhm. Ja? Aber machen sie das mit der Bibel? Moment. Bosch selber sagt, er hat die Vision bekommen, dass Jesus zu ihm gekommen ist und ihm den Befehl gegeben hat, Irak zu zerstören. Ja, weißt du, was das in der Bibel steht? Wenn sogar ein Engel vom Himmel euch etwas anderes verkündigt als das, der sei verflucht. Weil das ist falsch. Das ist unser Fundament. Ne? Unser Fundament ist die Bibel. Und aber ein Engel wird niemals verflucht sein. Er sagt, das ist ein Bild, weil viele sagen, ich habe eine Vision. Weißt du, was Vision? Eine Vision gesehen. Der Engel ist mir erschienen, hat mir das und das gesagt, was gegen die Bibel ist. Da sagt er, nein, das war kein Engel Gottes gewesen. Das war ein Djinn, ein Dämon gewesen, der dich verführt hat. Verstehst du? Aber letztendlich, mein Fundament ist die Bibel. Und die Bibel sagt, du kriegst Vergebung nur in dem Namen Jesus Christus. Und deswegen kann ich heute sagen, ich komme in den Jannah. Nicht, weil ich besser bin als du. Versteh mich nicht falsch. Guck mal, ich sage und ich schwöre bei Allah, dass du in die Höhle kommst. Habe ich heute schon einmal gehört, ich weiß. Schon ein paar Mal gehört von Muslimen. Weißt weiß. Du warum? Guck mal, das ist deine Überzeugung und das ist meine Überzeugung. Ja. Aber wie kommst du in den Jannah? Nur durch die Barmherzigkeit kommst Allahs. Kommst du? 100%? Nur durch die Barmherzigkeit. Kommst du oder kommst Moment. Du nicht? Moment. Doch nur durch die Barmherzigkeit. Einer fragte den Propheten Muhammad, kommst du ins Paradies? Er sagte, nicht die Taten bringen ins Paradies, nur durch die Barmherzigkeit Allahs kommt jeder ins Paradies. Und das habe ich ja auch von Anfang an gesagt, durch Gnade Gottes wird man gerettet. Aber ich habe dir auch gesagt, warum Gnade Gottes, dass Gott gnädig und gerecht ist, das haben wir durchgehabt. Aber jetzt ganz persönlich an dich, wenn du heute stirbst oder wenn du stirbst, kommst du in den Paradies? Ich wünsche es mir. Also inshallah, weißt du das? Ja, inshallah. Weißt du nicht, ne? Was ist das? Verstehst du? Aber wenn du... Weißt du, dass deine Sünde vergeben sind? Jetzt. Ganz kurz, die letzte Frage. Eine Antwort auf deine Frage. Allah sagt im Koran, nur die Kuffar sind sicher. Ja. Über Allahs Strafe. Ja. Das heißt, nur die Kuffar denken, dass sie ins Paradies kommen. Und das ist nur einfach Eingebung vom Satan, damit du nichts machst und träumst. Genauso wie ich mache ja was. Ich mache, weißt du warum? Ich stehe hier auch den ganzen Tag. Weißt du, warum ich das mache? Ja, ich sage dir, ich rühme mich nicht. Ich rühme mich nicht. Ich stehe hier oder ich mache was für Gott aus Dankbarkeit, weil ich weiß, danke mein Gott, du hast mich gerettet. Nicht Angst, oh Gott, vielleicht sterbe ich, vielleicht hat Allah einen guten Tag, nimmt mich in Jannah, vielleicht einen schlechten Tag, sagt er, geh in Jahannam. Ich weiß nicht, Allah hat keine guten Tage. Nein, aber und guck mal, schlechte Tage. Ich frage, Allah hat die Tage erschaffen. Guck mal, ich frage die Leute,
Weißt du, ob deine Sünde vergeben sind, die Muslime? Weiß ich nicht. Weiß keiner. Weißt du, ob du in Jannah kommst? Weiß ich nicht. Inshallah. Ich sage, dann gehe ich mir lieber eine Waschmaschine kaufen und ich habe mehr Hoffnung als diese Waschmaschine. Guck mal. Ich liebe solche Diskussionen. Ja. Und wallah, ich respektiere dich. Ja. Ja? Und ich sage, möge Allah dich richtig leiten. Mhm. Ja? Inshallah. Für mich bist du besser als Millionen hier, die einfach saufen, trinken. Mhm. Schweinefleisch essen und Menschen ermorden im Namen des Christentums. Mhm. Ja? Aber nicht im Namen der Bibel, das ist ein Unterschied. Richtig. Jesus hat das niemals zugeordnet, dass Menschen getötet werden. Ja? Jetzt. Laut deiner These kann ich einfach zu Hause sitzen und einfach mich hinlegen und sagen, ich komme sowieso ins Paradies. Das habe ich aber nicht gesagt. Habe ich das gesagt? Sei ja, ehrlich, habe ich das gesagt? Sicher, guck mal, ich habe ja gesagt, ne? Du wirst durch Rahma Gottes, durch Gnade Gottes gerettet, durch sein Blut, Vergebung deiner Sünden. Gerettet oder? Gerettet. Und wenn ein Mensch diese Rettung bekommen hat, weil viele können dir was vorlegen, aber die Bibel sagt, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Das wenn sagt ein Mensch, der Koran auch. Wenn ein Mensch die Rettung bekommen hat, dann dient er, ergibt sein Leben Gott aus Dankbarkeit dafür, dass er gerettet ist. Das ist unsere Motivation. Ich weiß, ich komme in den Himmel. Wie äußerst du das? Wie meinst du das? In meinen Taten. Jetzt. In meinen Taten. Jetzt. Wenn du zu deiner Frau nach Hause kommst, ja, und nur im Herzen hast, ja, ja, dass du sie liebst und du sagst ihr niemals, dass du sie liebst, ja, irgendwann mal wird sie sauer auf dich sein. Ja. Ja? Weil der Prophet Muhammad sagte, die Taten entsprechen die Absichten. Ja. Ja? Ja. Jetzt, wenn du dankbar bist gegen deinen Schöpfer, ja, dann hörst du seine Worte. Ja. Dann liest du den Koran. Vergleichst du das mit der Bibel. Mhm. Ja? Ja. Fragst du dich selbst, wohin geht die Reise? Die Muslime glauben an Isa a.s. Ja. Ja? Ja. Und verehren ihn und lieben ihn. Mhm. Mehr als jeder Christ. Ja. Ja? Weil sie ihm keine Lügen zuschreiben wie die Christen. Mhm. Ja? Indem sie sagen, dass er Gott, Sohn Gottes wäre und. Ja? Sie beleidigen den allmächtigen Gott. Mhm. Allah sagt in einem heiligen Hadith, der Sohn Adam beleidigt mich, indem er behauptet, dass ich einen Sohn hätte. Mhm. Gepriesen sei Allah über das, was die Menschen über Allah erdichten. Der Prophet Muhammad hat die ganze Nacht gebetet. Mhm. Ja? Man hat ihn gefragt, seine Frau hat ihn gefragt, ja Rasulullah, warum tust du das? Allah hat dir deine Sünden vergeben. Er sagte, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Zu Mohammed sagt er, er hätte seine Sünden vergeben. Ja. Während er gebetet hat, ja, hat er geweint. Er sagt zu Mohammed, seine Füße haben geblutet. Also er sagt zu Mohammed, deine Sünden sind nicht vergeben. Nein, seine Frau. Ja, sagt zu ihm, deine Sünden sind nicht vergeben. Fragt ihn, warum quälst du dich die ganze Nacht? Ja? Er sagte, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Mhm. Wir sind unfähig, Allah zu danken für die Gaben, die er uns gegeben hat. Mhm. Ja? Wenn jemand zum Beispiel, bitteschön, reinschauen und kostet gar nichts. Ja? Das habe ich ja vorhin gerade noch gemacht. Aber das machen Sie ja gar nicht. Wir haben nicht. Wir haben eine Versammlung, genau. Deswegen. Ich wünsche dir die Richtung. Guck mal, ich sag dir, ich habe einen tiefen Frieden im Herzen. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ich habe meine Rettung bekommen. Und aus Dankbarkeit dafür diene ich Gott mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit meinem Hab und Gut und gebe ihm das, weil ich ihn liebe, weil ich dankbar bin, dass er mich gerettet hat. Das ist der Unterschied zwischen einer Hoffnung von einem Christen, einem echten Christen, und zwischen der Hoffnung von einem Muslim. Der sein ganzes Leben in Angst lebt, ja, dass er irgendwie doch gerettet wird. Man hat den Propheten Muhammad gefragt, wie dient man Allah? Ja? Die Antwort war, man dient Allah durch Liebe zu Allah, ja, und durch Angst vor seiner Strafe. Wenn diese Sachen in deinem Herzen nicht vorhanden sind, Gottesfurcht meinst du? Gottesfurcht. Natürlich muss Gottesfurcht sein. Wenn diese Sachen in deinem Herzen nicht vorhanden sind und parallel sind, dann gehst du in die Irre. Weil die Christen sind in die Irre gegangen, ja, weil sie einfach dem Satan gefolgt sind und dachten, Gott hat ihre Sünden ihnen vergeben. Wir sagen im Gebet, Ehdina as-sirat al-mustaqim. O Allah, führe uns den geraden Weg.
Welchen Weg? Den Weg von Isa, Musa, alle Propheten. Und nicht den Weg derer, den du gezornt hast. Allah hat die Juden gezornt. Ja? Und nicht den Weg den Ehrenden. Den Ehrenden sind die Christen. Ja? Die einfach, Moment, die einfach, nur jetzt du siehst, die meisten sind Atheisten, aber wenn Weihnachten kommt, bringt jeder einen Weihnachtsbaum. Das sind ja keine Christen. Verstehst du? Ja. Weihnachtsbaum hat auch nichts damit zu tun. Das ist alles menschengeboren. Und Isa a.s. ist im Sommer geboren. Ich weiß, also ist. Man kann sagen, wann er geboren ist, ist auf jeden Fall nicht da passiert. April war schon richtig, ist schon, kommt schon hin. Das war gegen Passafest. Und der Beweis ist im Koran auch. Allah sagt zu Maria, als sie Isa a.s. zur Welt gebracht hat, schüttle den Dattelbaum. Ja? Dattelbäume gibt es nur, oder Datteln gibt es nur im Sommer. Ja, aber du schaust immer auf die Christen. Schau nicht auf die Christen. Ich sage doch, dass nein, ich schaue auf keinen. An den Früchten wird man ich sie erkennen. Ich schaue auf keinen. Ich schaue nur auf mich selbst. Ich muss ein guter Mensch sein. Nein, ich meine allgemein, schau nicht auf die Christen, wenn du über die Bibel redest, weil viele Christen mit Weihnachtsbäumen oder so, das sind für mich keine Christen. Christen ja, aber das sind die Leute, die uns tadeln. Das sind die Leute, die uns tadeln und sagen, ihr Muslime. Ja? Mhm. Fang mit dir erstmal selber an. Ich sowieso. Ich sage die meisten, den Menschen, nicht die so meisten, guck mal, die meisten Leute sowieso, die uns auf der Straße anmachen, das sind die Namenschristen. Verstehst du? Die sagen hier in Europa, wir sind Christen, aber das sind keine Christen. Das ist der Unterschied, weißt du? Und genau wie bei den Muslimen auch viele gibt, aber die Taten sprechen nicht dafür. Und deswegen schauen wir meistens. Ich schaue nicht auf die Muslime in erster Linie. Ich schaue auf, was hat Mohammed gemacht, was ist, sagt der Koran. Und ich schaue auf die Bibel und ich schaue auf Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Und Allah sagt im Koran, ja, Ahl al-Kitab, o Leute der Schrift, Christen und Juden, kommt zu einem gemeinsamen Nenner zwischen uns. Dialog. Ja. Ja? Dienen wir nicht Allah alleine und setzen ihm nichts bei? Das ist unser Berührungspunkt. Wenn wir Allah alleine anbeten und ihm nichts beigesellen, und das ist das erste Gebot, dann sind wir recht geleitet. Du hast ja vorhin gesagt, ihr betet ja dann auch, dass ihr nicht auf dem Weg der Christ oder so geführt werdet. Ne? Aber guck mal, ich glaube auch an Ibrahim, auch an Musa, ich glaube an alle Propheten. Aber du glaubst nicht an Mohammed. Nein, warum? Ich sage dir, ja, weil alle haben geweissagt. Die Propheten hatten immer eine Botschaft gehabt, ne, die Menschen zurück zu Gott zu führen, und sie haben vom Messias geweissagt. In Jesaja Kapitel 35 wird ganz eins zu eins über Jesus geweissagt. Wo wird er geboren werden? Was wird er tun? Wo wird er sterben? Alles wurde gesagt. Er wird so und so sterben, gekreuzigt werden. Aber in keiner Stelle der Bibel wurde über Mohammed geweissagt. Jetzt benutzen viele Muslime den Vers von Musa, wo er sagt, von den Brüdern erwecken einer wie mich, aber natürlich ist das eindeutig über Jesus gemeint, weil Jesus benutzt sogar den Vers und sagt, guck mal, hat sich Jesus hat nicht geheiratet. Der hat keine Kinder gehabt. Der war kein Anführer. Ja? Nee, das ging um die Mittlerstellung. Mose war der Mittler zwischen Menschen und Gott gewesen. Nein, und Jesus ist der Mittler zwischen Moses Menschen. Wenn Mose a.s. sagt, einer wird kommen, genauso wie ich, ja? Dann musst du wissen, wer Moses ist. Ja, sag ich ja, Mittler Moses war der Mittler. Anführer. Nee, er war, genau, das auch, aber er hatte die Mittlerstellung. Es geht ja darum, er hatte die Mittlerstellung zwischen Mensch und Gott. Die Menschen mussten durch Mose, wenn die ein Problem hatten, dann hat er Gott gefragt. Er war der Mittler. Und Jesus ist der Mittler, sagt die Bibel, der Mittler von dem neuen Bund, durch Jesus Christus zu Gott zu kommen. Aus eigener Kraft, wenn ich alleine vor Gott stehe, ohne Jesus zu haben, dann wird Gott mich vernichten und in die Hölle werfen, weil ich ein Sünder bin. Ich gebe dir einen Widerspruch. Ja. Allah sagt zu Muhammad, wenn die Menschen, wenn mein Diener dich nach mir fragen, ja, ich bin näher zu ihnen als deren Halsschlagader. Ja, Allah hat nicht gesagt, wenn die Menschen dich nach mir fragen, sag ihnen. Allah hat den Prophet a.s. als Vermittler rausgenommen. Ja? Und das Beigesellung, wenn du durch einen Mensch zu Gott sprichst, oder etwas verlangst durch einen Mensch, dann hast du Gott beigesellt.
Weißt du, warum es nicht anders geht? Weil Gott sagt in einer Stelle im Jesaja, ist mein Arm etwa zu kurz, um zu retten, mein Ohr zu schwer, um zu hören? Nein, eure Sünden trennen euch von mir wie eine Scheidewand. Eure Sünden. Und jeder Mensch hat gesündigt. Diese Sünde ist wie eine Mauer zwischen Mensch und Gott. Und nur Jesus hat diese Mauer zerbrochen. Stell dir vor, hier ist ein Berg, wo der Mensch ist. Hier ist ein Berg, wo Gott ist. Die Menschen versuchen durch Religion rüber. Aber klappt nicht. Die Religionsleiter reicht nicht. Und ich meine damit den Islam, den Christentum und alle Religionen. Ich glaube an gar keine Religion. Für mich sind Religionen alle vom Menschen geschaffen. Ja, was heißt Religion? Religion ist für mich, zum Beispiel bei uns in dem Christentum, da sagen die nur durch katholische Kirche wirst du gerettet. Der eine sagt evangelisch, orthodox. Islam ist eine Religion. Ich sage zwar